Startposition. Linke Hand am Schlägerherz. Der Schläger zeigt hinten zum Boden und stehe seitlich zur Grundlinie. Schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Treffpunkt. Das Handgelenk ist stabil, seitlich vor dem Körper treffen und die Schlagfläche nahezu senkrecht. Endposition. Der Schläger ist vorne oben in Schulterhöhe. Und wieder zurück in die Startposition. Verwende zu Beginn, wenn möglich, druckreduzierte Bälle. Treffpunkt. Schläger seitlich vor dem Körper, rechte Schulter zeigt zum Netz und der Schlagarm ist komplett gestreckt. Trainingsaufgabe. Jeder saubere Treffer gibt einen Punkt. Fängt der Werfer den Ball, macht das zwei Punkte. Schaffst du bei 10 Schlägen 10 Punkte? Dann geht's zum nächsten Schritt.